Heute Abend gibt es einen leckeren Obstteller mit Birne, Banane, Mango und Orange. So, Rührei mit Käse überbacken und ein paar Tomätchen. So, ihr Lieben, heute Morgen nach dem Training gab es ja direkt komplett ohne Kohlenhydrate. Jetzt gibt es die Nudeln und die Linsen. Mit den Linsen haben wir auch wieder ein paar Proteine drin, also passt schon. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken lassen, denn yam yam. So, heute hat Junior gebacken. Bananenmuffins. Die sind sehr, sehr lecker geworden. Ja, und morgen ist dann schon wieder Montag. So, nach dem Training gibt es jetzt erstmal ein Rührei mit Pilzen, Zwiebel, Tomate, Spinat, Käse drüber gerieben und ein bisschen Sriracha-Soße. Und dazu ein Kaffee. Gerade aus dem Fitnessstudio. Ja, lauf noch mal eine Runde und dann gibt es hoffentlich Frühstück. Kaffee auf jeden Fall. Menne macht gerade Kaffee. Hey, ihr Lieben. Ja. Die Woche war bisher schon anstrengend, obwohl wir erst Dienstag haben. Es ist die erste Woche, wo ich 6 Tage die Woche trainieren gehen möchte. Heißt, ich werde ab sofort Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag trainieren gehen. Ja, der Rhythmus ergibt sich daraus, dass ich samstags den Tag für die Family haben möchte. Außerdem hilft mir das einfach, wenn ich mich morgens auspowern kann, um mit dem ganzen Stress besser fertig zu werden, um ja den Tag anpacken zu können. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das ist ja, für mich sind das einfach eine halbe Stunde am Tag, die ich für mich habe. Da kann ich den Kopf komplett abschalten, weil ich muss mich komplett aufs Training konzentrieren, damit da kein Unfall passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, einfach mal 30 Minuten abschalten von dem ganzen Stress mit Wohnungssuche, Connors ganzen ärztlichen Terminen, wo er jetzt doch bei rumkommt, dass er wohl Spektrumsstörung, Autismus hat. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Und ja, da hilft mir das einfach. Klar, es hilft auch Muskeln aufzubauen und dadurch auch mit dem Abnehmen und so weiter. Aber im Moment ist wirklich mein Hauptfokus, und ich denke, das habe ich auch schon in einem anderen Video erwähnt, ist der Hauptfokus wirklich auf Stressbewältigung, denn das ist im Moment das Wichtigste. Ja, die letzten Tage habe ich euch das Essen mit abgefilmt. Ich habe nicht wirklich viel geredet oder habe mich auch nicht groß gezeigt, einfach weil mir es psychisch nicht so gut ging und ich jetzt wirklich diese 3 Tage, also Sonntag, Montag, Dienstag, die habe ich echt gebraucht, um wieder einigermaßen in die Bahn zu kommen. Ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht.
Wir sind auf jeden Fall fleißig dabei, auszumisten, alles, was wir nicht brauchen, zu verkaufen, zu verschenken, in Müll zu schmeißen. Einfach, dass, wenn es dann soweit ist mit dem Umzug, dass wir so wenig wie möglich packen müssen. Wir hatten damals, als wir hier eingezogen sind, ja das Problem, dass wir eh schon aus zwei Wohnungen, im Prinzip aus drei Wohnungen, eine machen mussten. Aus der von meinem Lebensgefährten, der von mir und ja, der von der Mutter von meinem Lebensgefährten. Und dann hat es nicht lange gedauert. Dann ist meine Mama gestorben. Das heißt, da kam die vierte Wohnung dazu. Das heißt, wir mussten hier im Prinzip, deshalb sah es hier auch immer so vollgestellt aus und tut es teilweise immer noch, weil wir im Prinzip ja die letzten 10 Jahre damit gekämpft haben, dass wir aus vier Wohnungen eine haben machen müssen vom Krempel her und man sich ja doch auch nicht einfach so von den Sachen trennt. Bei meiner Mama sind noch alte Spiegelreflexkameras dabei gewesen, die jetzt immer noch unter dem Bett stehen, wo ich gucken will, dass die nicht einfach verschenkt werden, sondern einen anständigen Preis erzielen und vor allen Dingen, dass sie in gute Hände kommen. Ich möchte, dass die gewertschätzt werden und nicht einfach auf den Müll kommen dann. Weil das wäre echt schade. Das sind stellenweise richtige Schätzchen dabei. Da ist noch eine Kamera dabei mit Faltenbalg, also so eine richtig alte. Ist Wahnsinn. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was da an tollen Kameras mit dabei ist. Die Objektive, die kann man teilweise auch auf die neuen Digitalkameras tun. Das heißt, die werden wir wahrscheinlich nicht mitverkaufen. Weil wir wollen uns irgendwann eine gescheite ja, Digitalkamera zulegen, die ich zum Vloggen nehmen kann, die mein Partner zur Naturfotografie nutzen kann. Genau. Aber das ist noch Zukunftsmusik, jetzt haben wir erstmal andere Probleme. Ja, ansonsten würde ich sagen, werde ich jetzt noch mein Buch fertig lesen. Heute wird nicht viel passieren, morgen ist Feiertag. Ja, genau, gestern kam noch der Wohnberechtigungsschein an, der ist endlich in der Post gewesen. Das heißt, den können wir jetzt bei den Wohnbaugesellschaften vorbeibringen, beziehungsweise wir werden ihn einscannen und per E-Mail hinschicken. Damit sind wir dann offiziell auf den Listen, bisher sind wir es ja nur inoffiziell. Und ich werde noch gucken, ich habe das neue Passwort für Elster geschickt kriegt, dass ich endlich meine Steuererklärung fertig kriege. Genau, das hatte ja auch eine ganze Weile gedauert, aber nachdem wir endlich das Postfach haben, kommt die Post dann jetzt auch endlich wieder an. Genau, da hatten wir ja ein bisschen Ärger, weil viel bei uns aus dem Briefkasten geklaut wurde. Und wir gute 2 Jahre auf ein verdammtes Postfach gewartet haben, weil hier in der Stadt scheinbar das üblich ist, dass Post geklaut wird oder der Postbote sie nicht richtig bringt. Und sie dementsprechend, ja, sind die Postfächer hier beliebt. Wobei, ja, mit 21 Euro, nee, 23 Euro fürs ganze Jahr ist so ein Postfach auch echt günstig. Kann man nichts meckern. Und ja, für YouTube, falls ihr mir Postkarten oder Briefe schreiben wollt, ist es auch von Vorteil, wenn ich ein Postfach habe. Das heißt, unten in der Infobox habt ihr nicht nur die Adresse für die DHL-Packstation, sondern ihr habt jetzt auch meine Postfachadresse unten drin. Das heißt, für diejenigen, die mir was schicken möchten, sei es jetzt ein Brief oder ein kleines Paketchen, ja, die dürfen das gerne tun. Ich freue mich über alles von euch, über jede positives Feedback. Von daher, genau. Jetzt werde ich erst, wie gesagt,
mein Buch noch fertig lesen, dann werde ich das mit der Steuererklärung machen, um 3 Conner vom Schulbus holen. Und dann ist der Tag im Prinzip auch schon wieder gelaufen, weil dann geht es noch an die Hausarbeit. Und von euch würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Habt euch lieb.